Hallo, liebe Bewohner des Vereinigten Wirtschaftsgebietes, liebes Personal, liebe Selbstverwalter und alle, die sich hier sonst noch so rumtreiben. Ich habe mal einiges mit sogenannten Behördenschreiben zu tun, mal ein Bußgeldbescheid, mal irgendeine Anhörung oder ich habe auch schon das ein oder andere Gerichtsurteil gesehen und mir ist aufgefallen, dass relativ wenige von diesen Dingern unterschrieben sind. Und da habe ich mir mal ein paar Gedanken über Unterschriften gemacht. Und habe mir gedacht, irgendwo muss das ja gesetzlich festgehalten sein, wie das mit den Unterschriften so zu funktionieren hat. Und da habe ich mal ein bisschen in den Gesetzbüchern geblättert und habe zum Beispiel einen Paragraphen gefunden. Das ist der aus der Zivilprozessordnung, Paragraph 315 Absatz 1. Ja, ich weiß, die ZPO ist eigentlich nicht mehr gültig, aber die Behördenroboter glauben halt noch dran. Deshalb zitiere ich trotzdem. Unter Absatz 1, das Urteil ist von den Richtern, die bei der Entscheidung mitgewirkt haben, zu unterschreiben. Ist ein Richter verhindert, seine Unterschrift beizufügen, so wird dies unter Angabe des Verhinderungsgrundes von dem Vorsitzenden und bei dessen Verhinderung von dem ältesten beisitzenden Richter unter dem Urteil vermerkt. Gut, das ist die ZPO. Gibt es noch andere? Ja, gibt es, und zwar in der StPO, der Strafprozessordnung, Paragraph 275 Absatz 2. Das Urteil ist von den Richtern, die bei der Entscheidung mitgewirkt haben, zu unterschreiben. Ist ein Richter verhindert und so weiter, seine Unterschrift beizufügen, muss das entweder jemand anders machen oder halt der jeweils Älteste. In der StPO ist es allerdings so, dass die Unterschrift der Chefin nicht benötigt werden. War das jetzt schon alles oder gibt es da noch mehr? Ja, gibt es. Und zwar die Verwaltungsgerichtsordnung. Dort finden wir in § 117 Absatz 1. Das Urteil ergeht im Namen des Volkes. Es ist schriftlich abzufassen und von den Richtern, die bei der Entscheidung mitgewirkt haben, zu unterzeichnen. Ist ein Richter verhindert, seine Unterschrift beizufügen, so wird dies mit dem Hinderungsgrund dem Vorsitzenden oder, wenn er verhindert ist, dem dienstältesten beisitzenden Richter unter dem Urteil vermerkt. Ja, man sieht, es wiederholt sich alles. Wie sieht es denn bei dem höchsten Gremium aus, das dieses Bundeskonstrukt hier hat? Im Bundesverfassungsgerichtsgesetz in § 30 finden wir auch wieder so einen Satz. Die Entscheidung ist schriftlich abzufassen, zu begründen und von den Richtern, die bei ihr mitgewirkt haben, zu unterzeichnen. Sie ist sodann, wenn eine mündliche Verhandlung stattgefunden hat, unter Mitteilung der wesentlichen Entscheidungsgründe öffentlich zu verkünden. Jo, also wir merken schon, es in zig Gesetzen steht drin, dass die Richter, die irgendein Urteil gefällt haben, eben halt dieses Urteil unterzeichnen müssen. So, wie sieht das denn mit den anderen Sachen aus? Dort habe ich auch etwas gefunden, und zwar im Verwaltungsverfahrensgesetz. Und da gibt es einen Paragraphen 37, wo unter anderem drin steht, ein Verwaltungsakt kann schriftlich, elektronisch, mündlich und in anderer Weise erlassen werden. Ein mündlicher Verwaltungsakt ist schriftlich oder elektronisch zu bestätigen, wenn hieran ein berechtigtes Interesse besteht und der Betroffene dies unverzüglich verlangt. Also immer verlangen. Da steht drin, ein schriftlicher oder elektronischer Verwaltungsakt muss die erlassene Behörde erkennen lassen und die Unterschrift oder die Namenswiedergabe des Behördenleiters, seines Vertreters oder seines Beauftragten enthalten. Wird für einen Verwaltungsakt, für den durch Rechtsvorschrift die Schriftform angeordnet ist, bitte merken, die elektronische Form verwendet, muss auch das der Signatur zugrunde liegende qualifizierte Zertifikat oder ein zugehöriges qualifiziertes Attributzertifikat die erlassene Behörde erkennen lassen. Gucken Sie sich Ihre Schreiben mal ganz genau an, ob diese Sachen alle dabei sind. Und bei einem schriftlichen Verwaltungsakt, der mit Hilfe automatischer Einrichtung erlassen wird, können Abweichen von Absatz 3 Unterschrift und Namenswiedergabe fehlen. Das ist immer das, worauf die Damen und Herren sich immer gerne berufen. Aber ist das denn überhaupt rechtens? Kommen wir gleich noch zu. Denn im Verwaltungsverfahrensgesetz § 34 steht drin, was zum Beispiel die Beglaubigung von Unterschriften anbelangt. Dort lesen wir, eine Unterschrift soll nur beglaubigt werden, wenn sie in Gegenwart des beglaubigenden Bediensteten vollzogen oder anerkannt wird. Und unter Absatz 3, der Beglaubigungsvermerk ist unmittelbar bei der Unterschrift, die beglaubigt werden soll, anzubringen. Er muss enthalten die Bestätigung, dass die Unterschrift echt ist. Also, wenn Sie eine Beglaubigte sehen, es gibt ja auch manchmal dieses Schreiben, wo der Richter gar nicht mehr drauf steht, sondern es steht nur noch beglaubigt
Justizvollzugsangestellte oder wie auch immer davon mal ab, dass sie das gar nicht machen darf, sondern das muss eine Urkundsbeamtin machen. Also daneben muss dann stehen, dass die Unterschrift echt ist. Die genaue Bezeichnung desjenigen, dessen Unterschrift beglaubigt wird, sowie die Angabe, ob sich der für die Beglaubigung zuständige Bedienstete Gewissheit über diese Person verschafft hat und ob die Unterschrift in seiner Gegenwart vollzogen oder anerkannt worden ist. Sie merken schon, in Deutschland wird alles sehr gründlich gemacht. Und den Hinweis, dass die Beglaubigung nur zur Vorlage bei einer angegebenen Behörde oder Stelle bestimmt ist. Und den Ort und den Tag der Beglaubigung, die Unterschrift des für die Beglaubigung zuständigen Bediensteten und das Dienstsiegel. Jo, das ist ja erstmal ein Ding. Aber damit bin ich noch nicht fertig. Denn wir sind in Deutschland, da ist alles genau geregelt. Und deshalb gibt es auch ein Beurkundungsgesetz. Und dort steht in § 49 unter anderem drin, die Ausfertigung besteht in einer Abschrift der Urschrift, die mit dem Ausfertigungsvermerk versehen ist. Sie soll in der Überschrift als Ausfertigung bezeichnet sein. Also im Grunde genommen, wenn man irgendwo ein Urteil kriegt, wo nichts, keine Unterschrift drauf ist, was ja auch nur eine Ausfertigung ist, dann muss das eigentlich oben drauf stehen. Aber gut. Und in Absatz 4, auf der Urschrift soll vermerkt werden, wem und an welchem Tage eine Ausfertigung erteilt worden ist. Das ist auch in den meisten Sachen nicht drin. Und ich komme wieder zu dem Punkt, wo es heißt, ja, wir müssen ja nicht unterschreiben, wenn das elektronisch hergestellt ist. Dem ist eben halt nicht so, denn da hat das Bundesverwaltungsgericht geurteilt. Sie können das Video kurz anhalten, um sich die ganzen Aktenzeichen und so weiter durchzulesen. Und dort steht drin in diesem Urteil, zur Schriftform gehört grundsätzlich die eigenhändige Unterschrift. Punkt. Bei Übermittlung bestimmter Schriftsätze auf elektronischem Wege dem gesetzlichen Schriftformerfordernis unter bestimmten, ach, Sie können das alles schneller lesen, als ich Ihnen das hier vorlesen kann. Aber es war nicht nur das Bundesverwaltungsgericht, es war auch der Bundesgerichtshof, der auch in einem Urteil festgehalten hat, und zwar gerade noch jüngst im Jahr 2010, dass die Unterschrift unter einem Schreiben eine Wirksamkeitserfordernis ist. Schon eine dolle Formulierung. Also das Schreiben ist nur wirksam, wenn unterschrieben. Wo ist da die oberste Grundlage, wo das alles ist? Also es gibt ein Gesetz, wo es für sämtliche Verträge und sämtliche Schriften vorgeschrieben ist, und zwar im BGB, in § 126. Und da steht es drin, ist durch Gesetz schriftliche Form vorgeschrieben, wie wir es eben hörten, so muss die Urkunde von dem Aussteller eigenhändig durch Namensunterschrift oder mittels notariell beglaubigten Handzeichens unterzeichnet werden. Wie das geht, haben wir eben gehört. Es gibt auch noch die Version des § 126a. Falls wirklich komplett auf elektronischer Form hin und her übermittelt wird, aber dann muss auch dieses Dokument mit einer qualifizierten elektronischer Signatur nach dem Signaturgesetz versehen werden. Ja, nichts, für das es nicht ein Gesetz gibt. Denn da gibt es noch einen Paragraphen vorher, das ist der BGB 125, der bezeichnet die Nichtigkeit wegen Formmangels. Ein Rechtsgeschäft, welches der durch Gesetz vorgeschriebenen Form ermangelt, ist nichtig. Der Mangel der durch Rechtsgeschäft bestimmten Form hat im Zweifel gleichfalls Nichtigkeit zur Folge. Das heißt, wir brauchen die Unterschrift, wenn die Schriftform vorgesehen ist, ist das nicht der Fall. Hat das Ganze schon den Fehler, dass es nicht der vorgeschriebenen Form genügt und dadurch nichtig ist. Und wenn wieder irgendein Behördenmensch sagt, das BGB interessiert ihn nicht, lachen Sie nicht, ich habe es aber schon erlebt. Auch im Verwaltungsverfahrensgesetz steht es drin, nämlich im § 44, Absatz 1, dort steht drin, ein Verwaltungsakt ist nichtig, soweit er an einem besonders schwerwiegenden Fehler leidet und dies bei verständiger Würdigung aller in Betracht kommenden Umstände offensichtlich ist. Also ich gehe mal davon aus, es ist schon offensichtlich oder auch zu sehen, ob eine Unterschrift drunter ist oder nicht. Und auch in den Absätzen 4 und 5 betrifft die Nichtigkeit nur einen Teil des Verwaltungsakts, so ist er im Ganzen nichtig. Das heißt, kleiner Fehler, große Wirkung. Wenn der nichtige Teil so wesentlich ist, dass die Behörde den Verwaltungsakt ohne den nichtigen Teil nicht erlassen hätte.
Fünftens, die Behörde kann die Nichtigkeit jederzeit von Amts wegen feststellen. Auf Antrag ist sie festzustellen, wenn der Antragsteller hieran ein berechtigtes Interesse hat. Also merken Sie sich, Sie haben natürlich ein Interesse daran, die Nichtigkeit festzustellen, wenn die Unterschrift fehlt. Ja, und da wir noch bei den Urteilen waren, auch gibt es noch den Paragraphen 317 in der ZPO. Und dort finden wir unter Absatz 2, solange das Urteil nicht verkündet und nicht unterschrieben ist, dürfen von ihm Ausfertigung, Auszüge und Abschriften nicht erteilt werden. Die von einer Partei beantragte Ausfertigung eines Urteils erfolgt ohne Tatbestand und Entscheidungsgründe. Dies gilt nicht, wenn die Partei eine vollständige Ausfertigung beantragt hat. Und die Ausfertigung und Auszüge der Urteile sind von dem Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zu unterschreiben und mit dem Gerichtssiegel zu versehen. Seht den Absatz 4, ZPO 317. Also alles andere, was Sie da kriegen, von wegen beglaubigt Justizangestellte oder sonst was, genügt nicht der Form. Und abschließend möchte ich noch sagen, auch die Fachpresse urteilt nicht anders. Denn bei Rosenberg Schwab, das ist also ein Lehrbuch für Prozessanwälte, die schreiben, die Nichtentscheidung ist ein Nullum und kann gar keine Wirkung haben. Sie bindet das Gericht nicht, beendet die Instanz nicht, erzeugt keinerlei Kosten. Das Scheinurteil ist grundsätzlich nicht rechtsmittelfähig. Und bei Stein Jonas Grunski finden wir, das ist immer so ein Nachschlagewerk für alle Anwälte, die nicht mehr weiter wissen, das Nichturteil entfaltet keinerlei rechtliche Wirkung. Zunächst beendet es die Instanz nicht. Jede Partei kann also die Fortsetzung des Verfahrens beantragen. Heißt, ein Urteil ohne Unterschrift oder was Sie nicht bekommen mit einer Unterschrift, ist ein Scheinurteil. Und über diesen Zustand in der Justiz können Sie sich einfach mal wieder eine Woche lang das Hirn zermartern und drüber nachdenken. Achten Sie einfach mal drauf, ja, wie viele Scheinurteile, Scheinbeschlüsse, Scheinbescheide und was weiß ich noch alles durch unsere Welt hier geistern. Schöne Woche noch.